Da kommen wir auf das Artworks. Auf Amazon war jetzt so ein bisschen sale-mäßig was und da habe ich mir mal The Dawn of the Witch geholt. Ja, die Charaktere kamen mir ein bisschen bekannt vor und irgendwie scheint das in dem Universum von Grimoire of Zero auch zu spielen. Nur, dass die irgendwie Zero nicht so der Hauptcharakter ist, aber ich bin schon gespannt, wie das Ganze verstrickt ist. Aber die Serie hatte mir damals auf alle Fälle ganz gut gefallen. Deswegen habe ich mir das jetzt mal geholt. Und ich krieg's nicht aus der Folie raus. Jetzt haben wir es aus der Folie raus. Gucken wir es uns erstmal an. FSK-Flatschen hat schon vorne aufgeklebt. Das ist wahrscheinlich irgendein nationaler. Schreibt mir gerne mal, für welche Region da gedacht ist. Die Seite. Ja, wahrscheinlich für für den französischen Raum. Auf zwei Discs sind die 12 Episoden verteilt. In. Oh, ich wollte gerade sagen, Deutsch ist ja zum Glück auch drauf, aber es sind einige Sprachen drauf. Weil es ist nämlich ein Crunchyroll. War es ein Crunchyroll Komplett Release? Ja, ein Crunchyroll Komplett Release. Bildformat ist 16 zu 9 Full HD. Audioausgabe. Im Englischen ist aus irgendeinem Grund 5.1. Im Französischen 2.0, Deutsch 2.0, Japanisch 2.0. Und dann gibt es noch Englisch, Deutsche und Französische Untertitel. Hat die Ex sind noch Extras mit drauf. Die haben auch jeweils die gleichen Angaben, nur dass sie nur englische Untertitel haben. Das ist ein bisschen schade. Kennt nicht mal deutsche Untertitel für die Extras. Na gut, Crunchyroll veröffentlicht auch jetzt echt viel mit OMU, was ich einen schlechten Weg finde. Gut, Bonus-Features sind Textless Opening und Ending Song dabei. Also, ja, das war's. Okay, dann reichen englische Untertitel tatsächlich aus. Physisch extra scheint gar nichts drin zu sein. Ist halt für eigentlich ja so gesehen ehemals Kase ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Ja, hier haben wir die zwei Discs. Ist halt als Komplettbox. Genau, was hätte ich jetzt bezahlt? Irgendwas 38 Euro? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich verlinke euch mal einen Amazon-Link in die Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei. Und dann haben wir hier noch ein Wendecover ohne den FSK-Flatschen, dafür mit der Anton 15. Ja, wer weiß. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den vorangegangenen Crunchyroll-Releases. Ein paar sind hier an mir vorbeigezogen. Weil, ja, aktuell muss ich ein kleines bisschen noch wegen Geld gucken. Aber ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao!